Okay, ich muss es wechseln. Ja, yeah. Messi macht einen guten Job. Zumindest bisher. EP. Oder 2002. Als nächstes wird Ball Wiser. Nein, ich gehe mal auf Risiko gerade. Weil das ja alles Eis-Pokémon sind. Ich glaube nicht, dass das effektiv wäre. Normal. Bringt aber auch nicht so viel. Ah, das war mies. Boah. Tut mir leid, Messi, das, das wollte ich nicht. Ist aber gut. Friss eine Schockwelle, Junge. Böhm. Das hätte ich vorher wissen müssen, dass ich da irgendwie... Aber die meisten Eis-Pokémon sind auch Wasser-Pokémon, ne? Pokémon wechseln? Nein. Bleibt spannend. Weil sie so aus ist, wenn ich es gewinnen würde, aber... Ach, man kann ja mal... Als nächstes wird Phenontor. Ja. Matthew. Auch wenn das ziemlich scheiße aussieht, wenn ich, mal so, wenn ich das mal so sagen darf, aber... Naja, ne? Mit dem Surfer bei einem Feuer-Pokémon ist halt nicht so gut Kirschen essen. Bäh. Deine Pokémon. Euer Zusammenhalt verbrennt alles. Ha, verbrennt alles. Das passt ja zum Fukano. Entschuldigung, musst du schon wieder husten. Diese Hitze besiegt jeden. Oh, ganz ehrlich, das passt zum draußen. Das passt zum Wetter draußen, Alter. Ist so warm einfach nur. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Mhm. 5300. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Das ist doch die dritte schon gewesen, oder? Schrecklichste Seite? Soll das heißen? Matthew. Yay. Yeah.
Warte mal, ich will mal... Habe ich noch einen Äther? Noch einen Top-Äther oder sowas? Genau. Dann kann ich das Winterleben nicht mich geben. Eine Schockwelle. Und dann würde ich das bei... Messio machen, bei Flammenwurf. Genau. Der Rest müsste eigentlich funktionieren. Moin. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Drache. Das ist ja nur Drache effektiv, oder? Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Aber ich werde es mal gucken. Bis gleich! Wenn man nichts Effektives hat dagegen, dann wird das schwierig. Draschen? Moment. Keine Attacke, die da... Was? Boah, Alter, ich... Unfassbar, Alter. Nicht sehr effektiv. Hat auch ein bisschen was gebracht, wenn ich... Initiative sinkt. Komm schon. Stirb! Genau. Elektro ist ja auch nicht so, ne? Kampf ist gut. Dann werde ich mal mit Dings kämpfen, auf jeden Fall. Libeldra. Flug müsste da eigentlich effektiv sein, weil... Ah, ist aber Pflanze, glaube ich, auch, ne? Nee. Blödes Drecksvieh, ey. Messio, rette es. Was? Du bist doch bescheuert, Mann, mit den Kack-Erdbeben immer. Boah, was ist denn das? Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Erdbeben ist eine Bodenattacke. Ich weiß nicht. Mann. Drecksvieh, Alter. Ja, greif doch 10-mal an, Mann. Bist bescheuert, du blödes Drecksvieh, Mann. Toll. Ich werde verlieren. Schön. Wasser ist uneffektiv. Ach so, mit Schwebe ab. Ja, toll.
bist echt... Das ist so bescheuert, Mann. Diese Scheißvieh, Alter. Kaunivase. Altaria. Und die schon wieder das blöde Drecksvieh. Ich hasse so ein Altaria-Viech, ey. Ja, ist nicht effektiv. Erdbeben bringt ja da auch nichts. So behindert einfach nur. Der ist gleich weg, wenn das so weitergeht hier. Ja! Geh doch. Zum Schluss wird auch ganz schön krass noch, ne? Seedraking. Ja. Allerdings geht er besiegt. Das gegen Psycho. Psycho ist gut. Meine Fresse, wie das krass. Zwei Pokémon, ne? Psychokinese. Ja, läuft. Das wird schon krass, ne? Brutalander. Was ist das? Okay. Nein, erstmal nicht. Brutalander. Ah, 55. Komm schon. Ja! Das war der letzte. Ich muss meine Pokémon heilen. Mit diversen Items. Ich muss Klo. Danke. Boah, ich hab fast 30 Grad in der Bude. Alter. Kein Wunder, dass ich hier schwitze. Ist ja unfassbar. Spieler besiegt Top 4 Draga. Draga. Hervorragend, das muss man sagen. Rontex gewinnt 5500 Pokédollar. Dir gebührt wahre Ehre. Da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was erlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter. Der Champ erwartet dich. Das mache ich erst später. Weil mein Team... Top-Beleber. Mein Team sieht echt behindert aus. Das sieht richtig behindert aus.
Übertränke. So. Damit ich wieder eine reelle Chance habe einfach. So. Dass es hier ein bisschen besser aussieht hier. So. Was sagen eigentlich die Attacken? Der riecht. Nein! HP. HP habe ich. Gut. Gut, mache ich dann mal. Wünsche mir Glück, dass ich den schaffe. Auf zum Champ. Vasili! Was? Willkommen, Rontex. Dieser Zwischenfall in Cineroville, das war hervorragende Arbeit. Wie du die Krise dort beendet hast. Ups. Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinen Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir Trainer ziehen Pokémon auf wie Spieluhren, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von den Pokémon. Dann wird deine Leistung mit der anderen Trainern verglichen. Nun ja, wer kann am elegantesten im ganz Höhen mit seinen Pokémon tanzen? Zeig es mir, hier und jetzt. Ich muss gegen die Nudel kämpfen. Ich muss gegen die Nudel kämpfen. Was? Eine Herausforderung von Champ Vasili. Entschuldigung, musste wieder husten. Violet. Na, 57 ist schon krass. Schockwelle. Boah, ist gut. Wurde besiegt. Gavados. Nö. Sauber. Läuft. Velsa ist ja auch so ein fischartiges Viech. Muss ich mit Psycho machen. Oder mit Erdbeben. Ah, das habe ich jetzt viel zu spät gecheckt. Na? Nee. Ah. Ja, klar. Das hätte ich es nicht gewusst. Schon machen Volltreffer. Bitte. Wie oft will der noch mal Top-Genesung einsetzen, hä? Ist der bescheuert oder was?
Hm. Jetzt bist du weg, Junge. Tentoxa. Nein, das ist auch effektiv. Also Psycho. Weil es auch Typ Gift ist. Komm schon. Bam. Sauer läuft. Und die schwierigen kommen ja zum Schluss nachher. Kapaloris. Feuer. Los, Matthew. Matthew. Ach, so warm einfach. Boah. Flammenwurf. Ist nicht sehr effektiv. Was? Das ist nicht so gut, ne? Komm schon. Aber wenn es nicht effektiv war, verloren hat trotzdem. Zumindest hat es besiegt. Milotic. Was ist das? Muss ich mal gucken. Entschuldigung. Oh ja, ich muss wechseln. Ich muss dringend wechseln. Weil das überlebt Matthew sonst nicht. Weil das Typ Wasser ist. Das Letzte. Jetzt kann es nur noch spannend werden. 58. Sauber! Nehme ich das alle! So. Spieler besiegt Champ Vasili. Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant. Manchmal auch verzweifelt. Ja, so ein bisschen, ein kleines wenig. Ein bisschen, aber sonst. Aber auch herrlich. Der Ruhm gehört dir, Rundex. Du bist wahrhaft ein edler Trainer. Rundex gewinnt 11.600 Pokémon, Alter! Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Manchmal wirbelten sie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie einen wilden Blitz. Schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Was? Rundex! Ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Hä? Der ist schon längst besiegt, Alter! Du kommst ein bisschen spät, ne? Wie? Was? Rundex, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei? Jupp.
Professor Birk. Siehst du? Was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Rondex zu machen. Rondex, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 147 Pokémon gesehen und 38 Pokémon gefangen. Nun, er könnte mehr Einträge enthalten, aber es sieht schon eher nach einem Pokédex aus. Ja, ich habe nicht so viele Pokémon gefangen, aber das ist, ich mache ja Let's Play, das geht nicht. Dass ich jetzt jedes Pokémon fange. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Warte mal. Boah. Was hier, warte mal. Ich weiß, sich mit Husten eine Zigarette zu machen. Ist jetzt nicht gerade schlau, aber... Man braucht einen Rauchen. Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ. Komm mit mir. Ich soll mit Nudeln mitgehen? Die esse ich doch lieber. Wegen Vasilie. Das hört sich an wie Nudelsorte, weißt du. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Aber wenn... Moment. Aber wenn der alte Champ den neuen Champ in die Ruhmeshalle führt, dann ist er ja kein Champ mehr. Also der alte Champ. Dann ist er ja kein Champ mehr. Dann dürfte er ja rein theoretisch da ja noch gar nicht mehr rein. Müsste man sich mal Gedanken darüber machen. Warte bitte draußen mit dem Professor. Siehste, kaum rauche ich wieder hustig. Schön. Mach nur Spaß, ist schon okay. So sind die Regeln. Rondex, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus hartem Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder, als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Bitte Gerät nicht ausschalten. Psycho. Beppo. No, mein Vulkan. Bro. Mein McNine. Und Mashok. Yeah.
Und natürlich Trainer Rondex, Champ der Pokémon-Leader. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mensch. Oh, die Mucke, die ist ja geil. Oh. Ja, das war Pokémon Smaragd. Ich meine, da fehlt noch, glaube ich, noch ein bisschen was, aber... Dann mache ich das später nochmal schauen. Programmers. Ja, also... Wenn jetzt die Pokémon gezeigt, die ich noch habe... Das ist nicht gut. Na gut. Ja, aber die... finde ich schon... Aber grafisch sieht auch ganz gut aus, ne? Oder Cutscene hier. Ich finde das Spiel schon ganz gut, also es ist gut gemacht. Und für damalige Verhältnisse kann man das auch spielen, auf jeden Fall. Also kann man sich echt mal geben und ja, kann man mal machen. Auf jeden Fall und warum nicht? Hat ja auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Bisher. Ob ich demnächst noch ein Pokémon-Spiel im Angriff nehme, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Muss ich mal sehen. Das muss ich mal sehen. Aber das erste wird es erstmal für Pokémon gewesen sein. Und dann mache ich halt die Dings weiter. Wenn es nicht schon zu Ende ist, ich weiß das jetzt noch nicht. Also hier Lego Jurassic World. Und... Oh. Also mir hat das Spiel, mir hat das Display gefallen, mir hat das Spiel gefallen. Konnte man echt spielen, hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall und ja, mehr kann man da auch gar nicht zu sagen, also Pokémon spiele ich halt auch mal gerne, kann man mal machen und ja, als Display, warum nicht, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Na? So, startet er neu. Bist du interne Batterie verbraucht? Was? Ja. Und wir starten wieder in unserem Häuschen. Und er schlägt das Notizboard auf. Aua, muss auch wehtun. Öffne das Menü. Das weiß ich. Nein. Kann man noch was sehen? Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 120. Wir versuchen, neues Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf den Trainer Rondex. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Wir sind schon früher gegen Rondex angetreten und wir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich bin Champ, du alte... Ich will nichts sagen. Muss man das Beste an, um ein Trainer festzustellen, ist gegen ihn zu kämpfen. Und das haben wir gemacht. Und so endet schließlich der Kampf und den Rollen. Seine dominierende Vorstellung schlug mich vernichten zum Knüllt uns und warf uns weg. Ja,
Kampf ein, bla bla bla, Kombination von wegnehmen, Vulcano eigentlich wird nicht, bla bla bla, bla bla bla, Alter. Geh uns nicht auf den Sack. Flammenrad, ja. Und das Flammenrad ist teuer. Oh mein Gott. So. Ja. Sag mal, könnt ihr auch mal aufhören da? Geht eigentlich noch so auf den Brenner. Dann geh mal runter. Oh. Hm? Hey, da ist ja Rontex. Du hast uns ja schon lange nicht mehr besucht. Du siehst irgendwie stärker aus. Ich bin ja auch Champion. Check deine Optik. Das ist zumindest mein Eindruck, aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe etwas für dich. Das soll ich dir von einem Mr. Bragg geben. Ein Bootsticket? Ein Ticket für eine Fähre? Ich weiß, dass es in Graffiport City, in Segas und City Anlegestellen für Fähren gibt. Ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Weiß ich nicht. Ich bin da... Hauptstory kann ich ja mal, habe ich ja gemacht, und ob ich das einfach noch mache, weiß ich nicht, verspiele irgendwann, keine Ahnung. Das ist wieder typisch dein Vater. Da kommt er das erste Mal nach ewig Zeiten nach Hause und spricht nur über Pokémon. Er sollte sich lieber ausruhen, etwas hier bleiben. Ja, wie ich oder was? Sind das Sondernachrichten? Nein. Wir haben die Meldung erhalten, dass in höheren Regionen ein grissfarbiges Pokémon gesichtet wurde. Die Identität des Pokémon konnte bisher nicht festgestellt werden. Und damit schalten wir wieder in unseren laufenden Programm. Rontex, hast du es gehört? Ich bin nicht taub. Was hat der Sprecher gesagt? Welche Farbe hat das Pokémon? Schmuggelt. Also, ist das nicht unglaublich? Es hat sich nicht noch unbekannt. Was? Unbekannte Pokémon. Was war das denn gerade? Gut, ich werde dich erstmal dezent speichern. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugeschaut haben und ciao.